Lauterbach. Komm, lass uns doch mal ficken. Heiner Lauterbach als Professor für schnelle Nummern. Vergewaltigung? Vom Quickie zum Karriereknick. Das ist ein Missverständnis. Nach einer wahren Geschichte. Der Campus auf Premiere. Sonka Benzmann hatte den. Disney Channel ist da. Für dich und deine ganze Familie. Entdecke mit uns The Wonderful World of Disney. Jeden Tag bei dir zu Hause. Täglich um 19 Uhr ein fantastischer Film. The Wonderful World of Disney. Nur im Disney Channel. Kino News präsentiert: Drei Schwestern auf der Suche nach dem Glück. Martin Lawrence und die Liebe zum Hochkarätigen. Eine Hexe lässt ein Filmteam verschwinden. Weiß Nadja Bescheid? Worüber? Eddie hat sie verlassen. Was? Halt die Klappe. Eddie hat sie verlassen? Das interessiert sie doch gar nicht. Klar. Das interessiert sie nicht. Das ist doch nicht dein Ernst. Um 7:30 hat sie mich angerufen und hat es mir erzählt. Ist das wahr? Ja. Was ist denn passiert? Er hat seinen Job gekündigt. Ich wusste von nichts. Er hat mich angelogen. Als ich es erfahren habe, habe ich ihn darauf angesprochen. Und da ist er abgehauen. Hat er angerufen? Natürlich nicht. Wonderland erzählt die Geschichte von drei Schwestern in London. Alle drei sind auf der Suche nach dem Glück, doch geraten sie immer an die falschen Männer. So versucht Debbie, gespielt von Shirley Henderson, vergeblich über Kontaktanzeigen an einen Mann zu kommen. Kommst du klar oder soll ich dir lieber ein Taxi rufen? Ich fahre mit dem Bus. Die Musik, komponiert von Michael Nyman, verschweißt die einzelnen Episoden zu einem Ganzen und unterstreicht die emotionale Intensität des Films. Kann ich dich anrufen, Tim? Ja, klar. Hey, jetzt gib mir endlich die Knarre! Nein, drück sie mir doch nicht einfach so in die Hand, Mann! Ich muss dir das Ding abnehmen. Verstehst du? Die sehen doch zu, die sehen alles. Ja, verstehe, alles klar. So, das wird jetzt etwas schmerzhaft. Hä? So, das wird jetzt etwas schmerzhaft. Ach so. Miles Logan, gespielt von Martin Lawrence, schleust sich beim Los Angeles Police Department als Cop ein. Denn der hauptberufliche Diamantendieb hat vor einigen Jahren auf der Baustelle des Polizeigebäudes seine Beute versteckt. Bevor er an die Juwelen ran kann, muss er sich in der Rolle des Musterpolizisten Malone beweisen. Der Diamantencop ist eine Actionkomödie in der Tradition von Beverly Hills Cop. Johnny Depp greift nach den Sternen. Der frühere Teenie-Star, dessen Film The Astronaut's Wife aktuell in unseren Kinos läuft, wurde nach seiner Rückkehr auf Erden eine besondere Ehre zuteil. Ein Stern mit seinem Namen ziert nun den berühmten Hollywood Walk of Fame. Ist Tarzan ein Kinderschreck? Kaum hat der neueste Disney-Streifen den erfolgreichsten Start eines Zeichentrickfilms aller Zeiten in Deutschland hingelegt, melden sich besorgte Eltern zu Wort. Tarzan ist zu brutal für kleine Kinder. Disney kann's egal sein. Tarzans Höhenflug ist nicht zu stoppen. Auch diese Woche Platz 1 der Kinocharts. Pierce Brosnan im Januar als 007 auf Premiere World zu sehen, will nur noch einmal den Superagenten mimen. Nach 4 James-Bond-Filmen zieht es den 46-jährigen Iren zur Komödie. Haben Sie je von der Hexe von Blair gehört? Ja, schon öfter. Schon öfter? Und wie hat sich das ergeben? Wer hat Ihnen darüber... Naja, ich hab einfach so Geschichten drüber gehört von Freunden, Nachbarn, irgendwelchen Leuten. Ja, ich würde sagen, das war so Ende Herbst, Anfang Winter 1940. Da hat das angefangen, das Verschwinden von den Kindern. Für alle war es ein absolutes Rätsel, wieso sie einfach so verschwanden. Ja, die Story hat meine Großmutter öfter erzählt, wenn sie uns früh ins Bett kriegen wollte. Wieso denn? Weil es hieß, wenn man sich nach Einbruch der Dunkelheit noch draußen rumteilt, dann kommt die Blacks und holt einen. 1994 drehen drei Filmstudenten in Maryland einen Dokumentarfilm über die Hexe von Blair. Ihre Recherchen halten sie auf einer 16mm Filmkamera und einer Videokamera fest. Guck, ich kann nicht sehen.
Okay, dann will ich dir mal sagen, was du uns erzählt hast. Das wäre nur etwa 2 Meilen weit weg. Dann ist es 2 Stunden weit weg, dann 3 Stunden weit weg, vielleicht auch 4 Stunden weit weg. Wer weiß? Ganz ruhig, ruhig. Bitte, du bist super schlau und du bist super schlau. Kein Mensch hat je wieder von den Jugendlichen gehört. Ein Jahr später wird das Filmmaterial gefunden. Der Film zeigt die letzten 3 Tage im Leben der Studenten. Komm her, schnell, ich brauche die CP! Blair Witch Project ist ein Mythos, ein Hirngespinst, eine pseudoreale Dokumentation, die durch eine bisher nie dagewesene Internetkampagne bereits zum Kultfilm avancierte. Wir haben den ganzen Mythos über Blair Witch in die Öffentlichkeit gebracht und den Leuten über das Internet die Möglichkeit gegeben, alles genau nachzuforschen. Damit haben wir den Film für die Leute spannend gemacht. Es ist nur wegen mir so gekommen, dass wir jetzt hier sind, dass wir hungrig sind, frieren und verfolgt werden. Aus hier, verdammt! Geh schon! Die geschickte Verknüpfung von Internet und Kinoleinwand macht Blair Witch Project zu einem kleinen Meilenstein der Kinogeschichte. Der Low-Budget-Film, der in Amerika über 100 Millionen Dollar eingespielt hat, ist vor allem wegen dieser cleveren Idee sehenswert. Sie haben längst noch nicht alles gesehen. Täglich warten neue Überraschungen. 3, 2, 1, jetzt! Die Movie World. Faszination Kino. Sie machen sich bereit zum Angriff. Spannung und Nervenkitzel. Ich bin der Beste, mit dem Sie je geflogen sind. Urlaub und Abenteuer. Action und Comedy. Wir sind nicht zu alt für den Scheiß. Mystery. Scully, sehen Sie sich das an. Phänomene. Was ist da oben? Das möchte ich herausfinden, Jerome. Science Fiction. Ich hatte das Gefühl, da gibt es etwas Mächtiges da draußen. Visionen. Unterhaltung für die ganze Familie. Das Passende für jedes Alter. Ob Comics oder Kinderbücher. Oder lieber abgedreht. Und nun zu etwas völlig anderem. Kults für Kenner und knallharte Krimis. Geschichten aus der Unterwelt. Verfilmungen berühmter Bestseller. Meisterwerke des Zeichentricks. Die Sports World. Große Live-Events. Die Spitzenbegegnungen weltweit. Top-Fights mit den Giganten im Ring. American Sports. Kampf, Dynamik, Körpereinsatz. Lust auf Abwechslung und gute Unterhaltung? Bleiben Sie am Ball. Sie sind dabei? Ja. Konsequent der richtige Geschmack. Premiere World. Your personal TV.